wollte mal auf Bergpunkte fahren. Ich habe mal Lust, was zu machen, was zu meinem Fahrer passt und nicht immer diese flache Etappengurkerei da. Prost, Muckelbob. Das ist doch spitze. Drei Bergwertungen für die Ausreißer. Wir müssen gucken, dass wir in die Ausreißerwertung reinkommen. So, wie viel Uhr haben wir denn? Schaffen wir die noch? Die Etappe schaffen wir noch. Die nächste auch noch. Die Tour will ich noch zu Ende fahren. Ja, und dann muss ich mal gucken, was ich mit meiner Festplatte mache, weil also das ist schon Hardcore. Ich kann es auch nicht mal schnell wegkopieren. So 40 Gigabyte von einer Platte zur nächsten zu schieben, ist jetzt nicht so einfach. Wird echt Zeit, also. Ich habe am 1.6. den neuen Rechner bestellt. Mach's gut, danke Nickmar. Vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst und für deinen ganzen Support und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir noch eine gute Nacht. So, wie können wir die quälen? Ja, ich weiß, dass ich wieder vorne fahren soll. Da gehen schon wieder Ausreißer und ich bin nicht in der Nähe. Das ist doch zum Mäusemelken. Ich habe bei Alternate meinen Computer bestellt, weil ich den auch von denen zusammenbauen lasse und ich mit denen gute Erfahrungen habe, auch wenn die jetzt nicht die günstigsten sind. Aber ich hatte halt auch schon mal einen Rechner bestellt, der kam halt hier an und war komplett geschreddert. Und der, der mit Alternate kam, der war halt einsatzbereit, gut in Schuss, alles hat gepasst. Und die haben mir aber auch gesagt, dass es halt 14 Tage bis 20 Tage dauern kann wegen der Hardware-Problematik. So, alle Teile von mir waren vorrätig. Denen ihre Zusammenbauabteilung ist wohl ein bisschen stark beansprucht. Und ich warte. Nee, ich nehme es einfach und sage verschieben von der Festplatte zu der Festplatte. Relativ simpel. Gute Nacht, Novatia. Vielen lieben Dank auch für deinen Support. Bedanke mich heute einfach bei jedem für seinen Support, weil ich einfach überwältigt bin von dem ganzen Support. Was ist das hier eigentlich? Da wird irgendwas Rotes angezeigt, also aber in der großen Karte nicht drin. So, wen haben wir da vorne alles? Wir gucken mal, wer unsere Konkurrenz ist. Die haben keine Bergpunkte. Keine Bergpunkte, keine Bergpunkte, keine Bergpunkte, keine Bergpunkte, keine Bergpunkte. Ich bin Zweiter an den Bergpunkten. Okay.
Ich sollte ein bisschen mehr mithelfen, glaube ich. Die anderen jagen uns. Wobei eigentlich sollte ich da vorne nicht helfen. Ich könnte auch aus dem Feld raus auf die Bergpunkte fahren, wenn ich dann noch Energie habe. Der sagt, rotiert mal. Ich sag, ja, mache ich doch. Hier, guck. Achso, nee, ich habe nicht genug Leistung. Okay. Dann mache ich es jetzt. So, ich bin ganz schön weit hinten. Ich sollte mal zusehen, dass ich weiter nach vorne komme. Oh Mist, das funktioniert überhaupt nicht. Ich will mich da vorne irgendwo dranhängen. Wieso funktioniert das denn nicht? So, noch 1 Kilometer. Bin am Überlegen. Ja. Die Steigungen sind fast 7%. Mal gucken, was passiert. Fahren nach vorne, das ist schon mal gut. Und dann... Über die Kurve haben sie mich wieder ausgetrickst. Was mache ich denn falsch, ey, in den Bergsprints? Ich krieg's einfach nicht hin. Die sind immer irgendwie flotter. Die fahren außen rum, ich quäle mich innen, ich werde zu langsam, fahren sie an mir vorbei. Zählt das nur als Hügel? Sind das bessere Hügelfahrer alle miteinander oder stelle ich mich nur an wie der erste Mensch? Wenn ihr alle auf meine Bergpunkte fahrt, dann mache ich nichts mehr für euch. Wann kapiert ihr das endlich mal? Ich zum Beispiel, ich fahre nicht auf ihren Sprint. Ich habe die einfach alle fahren lassen. Dafür helfe ich jetzt gerade nicht. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, da kommt auch mein Geruckel her. Es hat ja am Anfang hat's ja nicht geruckelt auf der Etappe. Dann habe ich die Aufnahme gestartet, im falschen Aufnahmeding, dann ist die Festplatte vollgelaufen. Ich glaube, da kommen jetzt die Ruckler her, die ich ab und zu im Spiel habe. So, einen sind wir losgeworden irgendwie. Der wollte wohl nur die Sprintwertung. Jetzt lassen die mich da vorne verhungern, ey. Keiner hilft mir mehr. Jetzt habe ich beschlossen, denen zu helfen. Jetzt machen die hier den Leecher. Kann ich auch. So, ihr wollt nicht. Ich will auch nicht mehr. Ich kann auch mal beleidigte Leberwurst spielen. Nicht nur ihr. Ich muss Kraft sammeln, es kommt Berge. Ja, auch ich kann mal pisst werden, wenn der Computer meint, da muss ich auf meinen Schultern ausruhen. Ich will ja nichts anderes machen, wie die Bergpunkte einstreichen. Und die Bergwertung gewinnen. Das ist mein Ziel. Dann kommt immer wieder eine neue Ausreisergruppe daher, die kaum Abstand hat zu den Führenden.
weshalb wir gejagt werden wie die Doofen und meint, sie müssten auf meine Wagpunkte sprinten. Das verstehe ich nicht. So, 3 Kilometer. Ich fahre jetzt einfach mal durch die Blockierenden durch. Und setze mich mal nach vorne mit 85. Und dann gehen die hier Attacke. Es ist einfach, es ist doof. Ich habe keine Chance mehr, die jetzt einzuholen, oder? Doch, 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 doch. Zweiter. 11 Punkte. Denen ging die Kraft aus. Was ein Glück. Das Warten hat sich mal gerechnet. So, kommt gleich noch ein Berg. Erstmal wieder Energie tanken. Ich will das Bergtrikot haben nach dieser Etappe. Ich helfe ja mit, aber ich führe nicht allein. Das könnt ihr vergessen, dass ich allein führe. Aber jetzt lasse ich euch auch nicht mehr vor. Stimme. So, ich ziehe mal das Tempo an. Und konter direkt auf den Angriff mit einem Angriff. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sie mich jetzt baden gehen lassen. Ist einfach Mist. Das hat aber gereicht, glaube ich, oder? Nee, jetzt hat der die... Oh. Ich bin an Eriksen vorbei und der andere hat sich... Darf nicht wahr sein. Ich wollte jetzt gerade was sagen, was man nicht sagt. Das regt mich auf. Wer war denn das jetzt? Der da. Den gucken wir uns jetzt mal an, während wir hier gechillt mit Kusen. Ich hoffe, der findet was über den raus. Wieso nimmt er das nicht? Ich würde gern einmal dem seine Werte kennen. Wenn der uns schon so zusetzt. Bleibt unter uns, ja? Bei 40 Zuschauern und später auf YouTube Nummer 200 bleibt's unter uns. Wenn ich das sag, was ich gerade denke. Wie lange dauert das eigentlich, so einen Fahrer einzuschätzen, wenn ich da auf diese komische Lupe drücke? Ist ja ein ab 18 Stream eigentlich. Ich glaube, das ist immer noch aktiviert von Prison Architect. Also mir sind da echt gerade Worte in den Sinn gekommen. Mittlerweile hat sich's wieder ein bisschen beruhigt, als der sich davor schiebt und den einen blöden Punkt macht. Ah, ich glaube, der Balken muss abnehmen, anstatt zunehmen. Das ist eine andere Technik.
Wird immer kurioser hier in dem Spiel. Ich habe immer gedacht, der Balken müsste voll werden, nicht leer werden. Wenn man einen beobachtet, um rauszukriegen, was er für Werte hat. Das dauert aber ganz schön lang, dieses Scouten von Fahrern. In Realität merkt er das doch. Wenn der mit dem um Bergwertung sprintet, weiß er doch, wie stark der ist. So, nur 5 Kilometer bis zum Sprint. Wer hat vor zu sprinten? Sprintet einer? Ja, sie sprinten. Und ich habe mir wieder das falsche Hinterrad genommen. So, da habe ich alert die Punkte geklaut. Leider sehen wir nicht die Wertung. Es müsste doch hier, da. Nee, immer noch nicht. Komische Technik. So, da sind wir nämlich vor ihm reingekommen, nachdem er praktisch hier vor uns reinkam und hat sich 6 Punkte geholt. Der hat sich hier 6 Punkte geholt und da 6 Punkte geholt. Und dann wollte er auch noch da drauf sprinten. Und hat ja nochmal 2 Punkte. Also, unglaublich. Manche Fahrer kriegen in dem Spiel echt den Hals nicht voll. Wird ihnen echt so nie passieren. Einen wunderschönen guten Abend, Datfi. Wie geht's, wie steht's? Also wenn das in echt, glaube ich, einer machen würde, würden sie ihn schlagen nach dem... die Etappe rum ist. Oder der wird nie mehr in eine Gruppe reinkommen. Wenn der auf alle Wertungen sprintet und fährt. So, die ganzen Wertungen sind durch. Aufs Ziel wollen sie scheinbar nicht fahren. Mit 65 bin ich durchaus in der Lage, denen ihre Führungsarbeit mitzugeben. Wirklich motiviert dazu bin ich noch nicht. Da habe ich mir noch was zu trinken holen und die anderen nochmal vorschicke. Alert greift nochmal an, der will es jetzt mal richtig wissen. Ja, aber es ist heute nicht so, es sind nicht so meine Etappen irgendwie. Ich verstoße schon gegen Teamanweisungen, dass ich mal ein bisschen was erlebe, was mein Fahrer auch kann. Was hast du denn gefeiert, dass du betrunken bist?
Ja. Ich habe ja immer noch 25 Kilometer, die ich fürs Team arbeiten soll. Ich reihe mich da mal ein. Aber die machen mehr Tempo, als ich gehen kann. Dann ist das halt so. Dann ruhen wir uns aus. Und der Rade ist da vorne, das ist sehr gut. Eventuell könnte ich dem ja mal ein bisschen. Ach nee, der folgt schon dem Sprint. Folgen wir mal ihm. Und das da ist mein persönlicher Feind, dieser Alert. Natürlich, dass wir die Aussage verweigern. Es ist keiner gezwungen, im Chat mir Antwort zu geben, wenn ich so eine Frage stelle wie: Warum bist du betrunken? Du wirst einen Grund dafür haben. Passt schon. Ich hoffe nur, es ist ein freudiger Grund und kein trauriger. So, unser Rade ist Zweiter geworden. Der kann ja doch sprinten. So, kommt noch wer? Ja, Bergtrikot. Gott, ist meine Festplatte gerade langsam. Ich habe die wieder zugemüllt. Ich habe den falschen Aufnahmemodus benutzt und habe sie zugemüllt. Er ist Dritter in der Gesamtwertung. Und ich bin ein Punkt hinter dem da. Weil der Meinung war, er muss zwei Bergwertungen gewinnen auf der Etappe. Etappe bester Wasserträger. Ich habe nichts gemacht fürs Team. Plus 2%. Nehmen wir gern mit, aber das haben wir halt wieder mal nicht erfüllt, weil ich sage, nö. Ich will das Bergtrikot. Das wird sich schön an unserer Wand hier machen. Und jetzt gibt es in der letzten Etappe keinen Berg mehr. Wollt ihr mich verarschen? Ich hasse den immer mehr, diesen Alert. Dann schaffen wir nochmal was für unseren Kapitän, dass der wenigstens die Top 3 schafft. Und ärgere mich so richtig, dass sie mir einen Einlauf verpasst haben. Vor allem, dass die haben fahren lassen, verstehe ich nicht. Wenn ich mit 16 Sekunden vorne aus dem Feld angreife, werde ich gejagt, als ging es bei mir um den Gesamtsieg, obwohl ich nur die Bergpunkte will. Aber die anderen, die lassen sie mit 16 Sekunden 3 Minuten vorne wegfahren. So, das hier heißt nur noch ankommen, Rennen beenden und sich drüber ärgern, dass wir keine Bergpunkte kriegen. Hallo Team, hilft mir irgendjemand?
Scheinbar nicht. Es nervt mich, dass die angreifen, weil die dann immer vor mir fahren und das zählt dann nicht hier für Kilometer. Ach ja. Es sollte mehr gepunktete Shirts geben, dann müssten die Menschen nicht so viel bergauf fahren. Der war gut. Der war wirklich gut. Nee, aber ich hätte wirklich gern die Bergwertung hier auf der Tour gewonnen. Also, das waren ja alles Leute, die, keine Ahnung, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und die wirklich auf jede Zwischenwertung gefahren sind, die sie irgendwie ergattern konnten. Also das war ja... Ich wollte einfach nur die Bergwertung gewinnen. Mehr wollte ich nicht. Dann haben die mich da jedes Mal ausgekontert. Das ärgert mich. So, Ziel erfüllt, Chef. Jetzt heißt es Energie tanken und dann hinten den Sprintzug einleiten. Haben sie gesagt. Funktioniert eh nicht. Schreiben sie immer, aber wenn du einen Sprintzug machen willst, folgt dir ja keiner. Nee, ich kann keinen vorschicken, weil ich bin hier nur Wasserträger auf der Etappe. Und das Team gehorcht dem Kapitän und nicht mir. Also habe ich für mein Ziel jetzt einfach die 25 Kilometer runtergestrampelt und genieße jetzt hier das im Windschatten fahren und Energie zu tanken und hoffe auf eine gute Wasserversorgung gleich, wo ich so ein bisschen Angst habe, dass ich die nicht kriege, sondern selber machen muss. Ach komm, wir gehen hinterher und holen Wasser. Und meine Aufgabe ist eigentlich erfüllt. Zumindest auf der Etappe ist die jetzt damit erfüllt. Auf den anderen Etappen habe ich also mein eigenes Ding gedreht. Jetzt bin ich mit Bergpunkten nachgejagt und habe gesagt, Teamziel, mir egal. Ja, ich habe die Arbeit verweigert. Ich bin nur für mich gefahren. Ich habe versucht, in Ausreisergruppen zu kommen und bin dann auf die Bergpunkte gefahren. Aber weil ich halt... Okay, da hat es einen weggelegt. War nicht der Kapitän, interessiert uns nicht. Weiter geht's. Und ich habe einen Fehler gemacht beim Rendern. Deshalb ruckelt es ein bisschen. Meine C-Festplatte läuft voll. Weil ich sonst keinen Platz mehr habe auf dem Computer. Ich warte immer noch auf meinen neuen, der dann richtig große Festplatten hat, wo du richtig was drauf speichern kannst. Aber solange der nicht beikommt... Da haut so eine 40 GB Datei schon rein und davon habe ich jetzt zwei auf dem Rechner.
So, die anderen machen Führungsarbeit, um die Ausreißer zu holen. Finde ich gut. Brauchen wir es nicht zu tun. Ich würde so lachen, sie kriegen sie nicht und die Ausreißer fahren durch und gewinnen. So, jetzt kommen andere vor, die die Führungsarbeit machen. Ich werde auch darum gebeten zu helfen. Wenn der von hinten kommt und mir Wasser bringt, was er gerade tut, wenn ich Wasser habe, mache ich mit. Also irgendwie funktioniert das nicht. Ich glaube, ich gebe zu wenig Gas. Nee, das ist nicht mein Team. Ich bin bei Hell, wie heißen die? Hellcat. Also beim schwächsten Team. Wir haben mit die meisten Punkte von den Teams, die an mir interessiert sind. Also bleibe ich da auch noch eine Saison. Jo, die Ziellinie kommt näher, sind noch 16 Kilometer. Die Ausreißer sind da vorne. Ich denke, die kriegen wir gleich. Gib mal ein bisschen mehr Stoff. Weil es ist schon wichtig, dass wir die kriegen für unseren Teamchef und für den daraus resultierenden Sprint. Ja, da sind wir vorbei. Das war's. Und jetzt geht's hier Vollgas. Das hier ist nicht mein Team, die da vor mir fahren. Die hinter mir auch nicht. Und da irgendwo mittendrin ist mein Teamkapitän eingeklemmt. Ich glaube, ich stelle mal die Arbeit ein. Kann nicht mehr. Und da geht's für mich rückwärts. Ja, da sind meine Teammates und da vorne ist mein Kapitän und der soll jetzt gleich sprinten und ich kann nicht mehr. Ja, Gel hin und her. Pff. Bringt ja nichts mehr. So, wichtig ist, was der da vorne macht. Zieleinfahrt. Siebter. Da ging es für mich rückwärts, weil ich keine Energie mehr hatte. Dort. Zu viel Arbeit, zu viel Berge, zu lange Tour. So, wichtig ist, Fünfter der Gesamtwertung wurde. Das ärgert mich, dieser eine Trickspunkt.
So, Team fühlt sich wieder, ist wieder friedlich mit mir, sind wieder bei 100. Ich habe den Job gemacht, ich wurde Zweiter in der Bergwertung und war der beste Wasserträger oder so. Gab auch hier nochmal 20 Punkte. Geht's zu Level 6 langsam. So, dann würde ich sagen, wann ist das nächste Rennen? In 6 Tagen. Aber ich weiß nicht, ob wir teilnehmen. Ich lasse mal ein bisschen laufen. Aber das nächste Rennen fahren wir nicht mehr. Ich werde müde und meine Platte voll. Ach, das sind Tagesrennen mit Hügeln. Nee, dazu muss ich wach sein. Wenn das hügelig ist, muss ich dazu wach sein. Jetzt kommen mit 74 Hügel daher. Unglaublich. Alter Schwede. Nee, dazu muss ich wach sein. Das fahren wir in dem nächsten Stream.